Geschützen, ursprünglich sind Sie das erste Mal zur BUAG ausmarschiert, mit der Fahne, mit Ihren Waffen, mit Trommelschlag und Pfeifer sind Sie zur Schießstätte marschiert und haben dort das erste Schießen ausgeführt. Die Schützen waren in den früheren Zeiten die Crème de la Crème der Bürgerschaft. Es hat sich nicht jeder eine Waffe leisten können. Nur wer wirklich wirtschaftlich gut gestellt war, der genügend Leute zu Hause gehabt hat, die für ihn die Arbeit gemacht haben, der konnte auf Reisen gehen. Der hat 2-3 Wochen weg sein müssen, wenn er an einem Freischießen teilgenommen hat. In Passau, in Prag, in Wien, in Graz und überall, wo diese Schießen haben und wo Freistädterschützen beteiligt waren. Na, da haben sie Gehilfen gehabt. Da waren sogenannte Standknechte, die haben die Schützen bedient. Wir sind auch mit den Vorderlader Büchsen mit Lumpenzündung geschossen. Wir haben so einen Anzünder gebraucht und bei der Scheibe ist der Zieler gestanden und der Zieler hat mit einer Kelle oder angezeigt, wo der Schuss ist, hat draußen, wenn ein guter Schuss war, Luftsprünge gemacht, hat Juju geschrieben und hat den Schuss so schon einmal signalisiert und ihm dann erst dem Schreiber bekannt gegeben, wie der Treffer aussieht. Für mich hat in Freistadt das Scheibenschießen im 15. Jahrhundert begonnen. Die ersten Erwähnungen stammen allerdings erst aus dem 16. Jahrhundert. 1525 war mein erster Fund in einer Oberstadtkammer-Anzeichnung. Es war ein kleines Häufchen von Schützen. Es war nicht viel. Die Zahl über Aufzeichnungen aus Wahlen habe ich herausgefunden, hat sich so bewegt im Jahr zwischen 13 und 30 Schützen. Die Freistädter waren nicht mehr. Da sind die Vereine von rundherum eingeladen worden und auch die Freistädter sind weit, wie ich schon vorhin gesagt habe, gereist. Und die Freischützen und der Verein, was gehalten hat auf sich, haben jährlich stattgefunden. Und jede Woche war ein sogenanntes Kranzelschießen. Immer am Sonntag. Da sind schon gleich nach dem Mittagessen sind sie ausmarschiert und bis am Abend natürlich geblieben. Ganz gefinkelte Scheiben, mit denen ich einfach nicht zurechtkomme. Das heißt, da sind die Besucher eingeladen, ihre Lösungen bekannt zu geben. Das ist eine gute Idee. Ja, da können wir mal ein Gewissen auflegen. Super. Mit einer Gewinnmöglichkeit wäre diese Scheibe ein Brezelgang. Es beginnt mit den Archivalien, mit den Handschriften aus dem 16. Jahrhundert. Dann haben wir ein paar Scheiben rekonstruiert, die ich sensationell finde, denn eine Glücksscheibe aus 1599, die aus der Beschreibung heraus konstruiert werden konnte. Die schaut ganz toll aus mit diesen Elementen, die damals schon drauf waren. Das war eine der ältesten figural bemalten Scheiben. Ja, dann die Waffen, Hornbrüste, Büchsen bis zu den modernen Luftgewehren und einen Schützenhammer aufgestellt, einen heute aktuell bekleideten und bewaffneten Luftgewehrschützen. Und natürlich die ganz vielen Schützenscheiben, die sehr, sehr viel aussagen über das Leben der Menschen, über lustige Begebenheiten, aber auch über Stadtansichten und auch über politische, weltpolitische Sachen.